Hallo liebe Leute und herzlich willkommen beim Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind auf Borcher See unterwegs und wir sind in Folge 142 unterwegs. Was ist das? Und wir sind am Gras mähen. So, ja, ich werde jetzt das ganz einfach machen. Ich werde das Grasmähen etwas auflockern durch andere Tätigkeiten. Ich werde jetzt das hier einmal voll machen, den Behälter. Ne, den Ladewagen werden wir dann einmal abliefern in der Silagegeschichte, also in unserem Silo in der BGA. Wo wir nachher die Silage schaufeln werden, dann, wenn wir soweit sind. Und dann werden wir erstmal eine Runde den Dinkel im Hafen abliefern. Und werden danach den LKW, Entschuldigung, werden danach den LKW zum Feld überführen, auf dem der Drescher als nächstes ran muss, sobald das reif ist. Also wir wissen, es gibt in der nächsten Reifeschaltung, sag ich mal so, also im nächsten Wachstumsstufe gibt es nur ein einziges Feld, das dafür in Frage kommt, dass wir es mähen. Deswegen können wir auch da den Drescher und auch den LKW schon passend hinbringen. So, gut, ja. Ich drehe hier nochmal den Bogen. Wenn wir hier die letzten, glaube, wenn wir jetzt hier die letzten Liter noch sehen, die hier noch reinpassen, dann wissen wir von der Größe her, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, ging hier über 250.000 Liter raus. Da kamen über 250.000 Liter raus. Und diese 250.000 Liter, da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als die Hälfte von jetzt hier gemacht. Ne? Ich wollte keine Stufe hier drin haben, deswegen hatte ich jetzt erstmal nur halbe Bahnen am Schluss gemacht. So, ja, wenn wir das jetzt hier ins Silo bringen, dann sind wir schon bei 150.000 Liter Gras, die da drinnen sind. Und wir können dann auch, wenn da noch nichts zu ernten ist, natürlich gucken, was wir noch versorgungstechnisch fahren können, was wir noch verkaufen können. Und wir können natürlich auch wieder eine Runde Holz und obwohl wir es wahrscheinlich erstmal nicht, dass wir halt nicht ganz so viel davon brauchen, auch schon wieder eine Runde Hackschnitzel im Voraus machen, dass wir in jeder Zeit die Produktion wieder anschmeißen können, auch wenn wir sie momentan nicht ganz so akut starten müssen. Wie zum Beispiel die German Pellets, ne? German Pellets haben wir ja noch ein paar Paletten stehen und alles, was wir jetzt gerade haben oder am Laufen haben, ist eigentlich versorgt. Nächste, was jetzt kommt, nächste, was ich jetzt machen werde, ist 1A Lebensmittel dementsprechend dann zu produzieren. Und dafür brauchen wir, glaube ich, zu den Zutaten her auch Fleisch. Und dafür werden wir eine Runde ja, dafür werden wir dann wohl eine Runde auch uns Schweine anschaffen. Und da müssen wir erstmal die Grundlage auch noch verschaffen, dass wir ja, ziemlich viele Öls, weil ich muss natürlich hier beim Lenken ein bisschen aufpassen, das ist der schmalste Weg, mit dem man fahren kann mit dem Ding hier. Muss ich natürlich erstmal gucken, dass wir auch dafür eine passende Versorgung dann haben, ne? Das heißt, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht noch da mal tatsächlich was an Technik dazu nehmen müssen. Weil mit dem Maisgebiss arbeiten müssen, was ja kein Problem ist, das haben wir ja eh. Da steht, wenn es nicht irgendwo besonders steht, auf jeden Fall spätestens beim Händler. Und wir müssen dann natürlich auch noch sehen, dass wir die Rübengeschichte und sowas auch noch ne, machen. Oder die Kartoffeln oder was auch immer. Ich weiß nämlich auch nicht genau, was wir wofür brauchen. Dafür muss ich mir die 1A Lebensmittel dann nochmal angucken. Aber da könnten wir zum Beispiel schon eine Runde Strom hinliefern oder so. Ich glaube, Wasser brauchen die auch und sowas. Also das ist alles was man nebenbei machen kann, wenn halt nichts zu ernten ist. Und wie gesagt, Borcher See ist ja von der Funktion her, dadurch, dass es hier Eventgeschichten gibt, die kombiniert geschaltet werden mit den Angeboten,
soll natürlich dann möglichst nicht viel vorspulen. Wir machen es ja meistens nachts doch ein bisschen, klar. Aber wir kriegen den Tag ja meistens ohne Vorspulen rum, weil wir uns die Arbeiten dementsprechend einteilen, ne? Wir haben ja zum Beispiel unsere Ernte- und Ansehgeschichte, läuft ja im Prinzip fast 24 Stunden. Das heißt, wenn wir den letzten ansehen, dann können wir schon fast den ersten wieder ernten. Das ist also der Punkt. Und wie gesagt, da habe ich natürlich jetzt wieder nicht so geschickt gefahren. Das sehe ich ein, da bin ich noch ungeschickter gefahren und jetzt hätte ich mich fast festgekeilt. Auch schön. Also ich kriege das Ding noch mal kaputt hier, glaube ich, auf der Brücke. Das sieht auf jeden Fall danach aus. So, ich fahre jetzt ihn einmal zur Wiese zurück und dann werden wir uns echt erstmal um den Dinkel kümmern und auch mal gucken, wie viel Dinkel haben wir dann noch. Dann kannst du noch eine Runde Strompellets geben für die Einzahl Lebensmittel. Wir sehen jetzt auf dem einen Feld gerade Dinkel an. Da müssen wir halt echt in Überlegung ziehen, ob wir nicht noch was anderes dann anpflanzen, was den Schweinen näher kommt. Weil die wollen ja meistens entweder Weizen, Gerste, eins von beiden haben, eine Ölfrucht haben, welche ist im Prinzip ja auch egal. Und ja, dann wollen sie natürlich auch Mais und sowas haben. Und das müssen wir natürlich erstmal passend anpflanzen. So, gut, er ist hier, wir wild am Arbeiten, das ist okay. Unser Dinkel läuft. Das wird das einzige Dinkelfeld sein, wenn wir jetzt tatsächlich in die Schweine gehen. Da läuft das Silo, das heißt, die Futtermische wird auch alles laufen. Das ist alles Töfte und da sind wir schon. Und es ist auch nicht weit, weil wir brauchen nur hier durchfahren. So. Dann fahren wir nämlich jetzt hier nicht rechts ab, sondern wir fahren hier rum und dann hier auf die Straße. So. Drehen hier einmal mutig, obwohl da einer entgegenkommt. Das hat aber alles geklappt. Sehr schön. Wow, das war ein ganz schöner steiler Weg da runter. So, gut. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal hier rum. Schön wäre gewesen, wenn wir jetzt hätten hier rechts abbiegen können, aber leider müssen wir noch den Bogen nach unten fahren. Auch das kriegen wir hin. Ach, ich bin ja selten dämlich, ne? Ich rede die ganze Zeit vom Dinkel sehen und was denke ich natürlich jetzt, dass ich Dinkel an Bord habe. Deswegen wollte ich das jetzt gerade aufs Dinkelschiff bringen. Ich habe bestimmt auch schon die ganze letzte Zeit, wo ich die ganze Zeit einen Blödsinn gelabert habe, gesagt, was erzählt der Kerl da für einen Quatsch? Muss auch in die Biodiesel. Und jetzt habe ich auch noch einen derben Umweg gefahren. Die beiden freundlichen kleinen Bremser hier werde ich noch überholen. Wow, passt auch noch genau. Jetzt muss ich natürlich sehen, dass wir nochmal wieder. Wow. Gib zu, ich bin hier ein bisschen schnell in der Kurve. Ja, sorry, jetzt bin ich natürlich einen kleinen Umweg gefahren. Und beim Willigkeit wollen wir ja zur Biodieselanlage und den Kram anschmeißen, ne? Weil wir haben jetzt zwar ein, wir machen jetzt zwar gerade ein Feld Dinkel, aber es ist dann nur zur Einlagerung oder zum Testen, ob wir damit auch Schweine füttern können. Ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Das werden wir aber dann feststellen. Können wir alles ausprobieren. Ja. Aber man muss dazu gestehen, dass Dinkel eine relativ hohe Literzahl pro Hektar hat, muss ich sagen. So, ja, seht ihr, da sind wir gestartet. Da sind wir 20 Stunden in der Gegend rumgeeiert, haben Tage unterwegs verbracht und hätten eigentlich nur 5 Meter fahren müssen. Ja, okay, wir hätten ja schon noch um die. Ne, ums Feld einmal rumfahren müssen, aber das war also ein sehr großer Bogen ums Feld, muss ich sagen. So, dann machen wir hier auf dem Gelände rauf. Ne, zum Lager brauchen wir nicht, wir müssen nämlich hier rüber. So.
So, aber wenn wir nämlich mit Schweinen und Co. anfangen, wie hier sehen, brauchen wir natürlich auch Stroh. Dann können wir nämlich ruhig eine Getreidesorte normal wieder ansetzen. Ja, aber Gerste, was weiß ich, Weizen, ich weiß nicht, wovon haben wir weniger? Haben wir überhaupt noch was? Ja, wir haben von beiden 10.000. Wenn wir irgendwie Weizen ansetzen, dann können wir da natürlich auch dann Stroh draus machen noch, ne? Das hätte natürlich was. So, die Produktion dürfte hier gleich wieder anspringen, weil wir haben ja frisch unseren Raps geladen. Geladen ist gut, abgeladen. So, wollte ich sagen. So, mit dem guten Stück fahren wir jetzt. Richtung einmal um die Welt. Nee. Aber wir müssen mit ihm, glaube ich, ziemlich ganz durch den Ort durch und dann rüber auf die Wiese zum zweiten Hafen und dann müssen wir auf der Karte nach, das ist auf der linken Seite von der Straße und wir müssen abbiegen natürlich dann nach rechts. Nämlich die, ne, wenn ich die Karte mal aufmache dabei, seht ihr das? Ihr seht hier unten die 10 und die 11 und mittig so ungefähr das Feld links davon, was ihr da so als Nichtwiese seht. Das ist unser Ziel. Das wird das nächste sein, was wir wohl was abfahren müssen, weil da kommt der Drescher als nächstes hin und da ist dann, ja. Das ist die nächste Ernte. So simpel ist es. Oh, kommt einer von vorne. Ja, okay, aber wir werden jetzt auch hier mutig ausscheren und eine Runde überholen. So. Da stehen nämlich auch noch eine Runde Paletten, wie ihr seht. Und die Paletten, wie auch der Strompart, den können wir natürlich komplett dann schon in 1A Lebensmittel bringen. Ne? Mit ihm können wir noch Hackschnitzel machen. Da stand ja die zweite Fliegelgeschichte gerade rechts. Hier sollte ich jetzt auf jeden Fall mich verlangsamen. Was dürfen gutes Geld für einen Blitzer bezahlen? Das wollen wir auch nicht. Oh, ziemlich mutiger Fußgänger. Okay. Was kriegen wir alles hin? Was wir hundertprozentig alles genau brauchen, sehen wir natürlich erst, wenn unser Tablet wieder geladen ist. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ja, eine ziemlich schlammige Angelegenheit hier. Ich versuche die mal so ein bisschen auszuweichen. Vielleicht ein bisschen den grünen Streifen vom Nachbarn mitnehmen. Also die ganzen Schlammlöcher will man natürlich nicht unbedingt fahren. Oh, da ist wieder eins. Dann fahren wir das mal so. Ah, wir kriegen es einigermaßen gut ausgewichen hier. Ah, da ist ein Stein. Doch ein bisschen Schlamm. Ah. So, hier parken wir schön im Schatten. Ne? 5 vor 12 in-game. Hier kann er schön Mittag machen. So, ja. Den freundlichen Kollegen können wir auf jeden Fall schon mal anspannen. Sorry dafür, schon eine Runde wenden. Wow, wo bin ich denn hier gerade aus hin? Können wir noch mal gucken. So, wir sind jetzt. Ja. Aha, würde daran führen. Das war gar nicht mal so schlecht. Wenn das echt hier durchgeht. Also ich probiere das jetzt mal aus. Neuerung, wir fahren eine Straße, die wir noch nicht gefahren sind. Diesen Weg hier. Aha. Der teilt sich hier nochmal auf. Ist eine Sackgasse. Sehr gut, okay. Haben wir natürlich nicht gesehen. Und ist da auch eine Sackgasse. Sah vielversprechend aus, als wenn das durchgängig wäre, aber ist es leider nicht. Muss ich euch leider enttäuschen. So, dann fahren wir mal hier rum.
werden jetzt natürlich einfach mal so eine, ne, sich zufalten lassen. Das macht ja keinen Sinn. So, fahren wir jetzt hier am sinnvollsten? Rechts rum, da fahren wir echt sehr selten lang. Das können wir auch mal machen. So. Kommt gerade keiner, dann fahren wir mal los. Ja, ist einer der Wege, die man eher seltener fährt. Aber das dürfte dann gleich durch den Tunnel gehen, durch den wir hoffentlich passen. Ne, fährt man auch mal direkt am Wasser vorbei. Wie gesagt, großer Wasserfall, sorry dafür. Aber so langsam wird das hier was. So, ich fahre hier mal ein bisschen langsamer und am besten auch mal hier zur Seite. Weil leider ist die Folge schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den passenden Daumen da. Ein Abo da lassen wäre natürlich auch super, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde mich auch über ein Teilen freuen, wenn ihr das schon getan habt. Vielen Dank dafür und bedanke mich auch bei all denen, die das schon, ne, in Vergangenheit getan haben. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.